Herzlich willkommen zu einem neuen Whisky-Review hier auf meinem Kanal Whisky-Helden. Und dieses Mal bin ich für euch in den Highlands bei einer Brennerei, bei dem das Logo eine Wildsau ziert, die zu den 10 größten Brennereien Schottlands gehört. Und ich meine, sie war sogar die erste schottische Brennerei in den Händen eines japanischen Investors. Und die Rede ist von, Trommelwirbel, drin. Richtig, Tomaten. Ja, Tom Martin gehört zu den 10 größten Brennereien in Schottland. Die Brennerei nutzt noch nicht mal ihre vollständige Kapazität. Sie verwendet schlichtweg einfach ein paar der Pot Stills aktuell nicht. Der Großteil der Produktion von Tomaten geht in die Blendindustrie. Ich glaube, es sind so circa 70-80%, also ein wirklich großer Anteil, der gar nicht als Eigenmarke sozusagen den Weg in die Flasche findet. Und Tomatin gilt oder wird häufig in den Mund genommen als Geheimtipp für milden Highland Single Malt Whisky, der insbesondere auch Anfänger begeistern kann. Das würde ich auch unterschreiben, denn der 12-jährige Tomatin ist wunderbar süß und fruchtig, hat wenig Ecken und Kanten und ich mag den sehr gerne und würde den auch jedem wirklich mal empfehlen zu verkosten. Ja, ich hatte gerade eingangs erwähnt, die erste oder meines Erachtens oder meines Kenntnisstandes nach die erste Brennerei in Schottland, die in japanische Hände gefallen ist. Wir haben Tamara Shuzo oder Shuzo. Wie auch immer man es ausspricht, hat diese Brennerei gekauft und ja, wie gesagt, die erste Brennerei Schottlands in japanischen Händen und man hat das ganze Portfolio ein bisschen aufgeräumt. Tomatin habe ich selbst besucht, schon länger her, ein paar Jahre, hat mir dort eigentlich sehr gut gefallen. Wir konnten da auch, wenn man reinkommt, ist auf der rechten Seite ein riesiges Fass, ja. Im Besucherzentrum, wo man sich dann Handfeld abfüllen kann. War ein super Erlebnis. Und ja, was habe ich heute hier im Glas für euch? Genau so ein Handfeld habe ich nämlich. Ich war aber nicht in Schottland aufgrund der Pandemie. Nein, der Handfeld kam sozusagen zu mir. Es ist ein Distillery Exclusive. Solange das Besucherzentrum aufgrund der Pandemielage geschlossen ist, hat man aktuell die Chance, im Onlineshop von Tomatin sich diese Distillery Exclusive zu kaufen. Meinack ist ein Distillery Exclusive Virgin Oak, am 4. Juli 2014 destilliert und am 25. Oktober 2020 hier in die Flasche gezogen. Heißt, wir haben hier etwas mehr als 6 Jahre heute. Virgin Oak hatte ich eingangs erwähnt, Fassnummer 110 und meins ist die Flasche 35. Und das Ding kommt mit 61,8% daher. Wie gesagt, das Ganze hier ist handschriftlich gekennzeichnet, das Label. Da hat man die Möglichkeit, wenn man das im Onlineshop kauft, zu den 85 Pfund, die Flasche hier kosten würde als Virgin Oak, kommen, meine ich, noch 30 Pfund Steuern und Gebühren on top. Das ist natürlich eine Stange Geld. Leider Gottes ist es so. Ich glaube, damit müssen wir uns abfinden. Ja, wir haben Virgin Oak. Noch mal ein paar Worte zu Virgin Oak. Ist ja eher doch eine seltene Reifung in Virgin Oak. Meistens wird ja Virgin Oak noch mal eingesetzt für einen Finish. Denn in der Regel wird Whisky eigentlich in Fässern gelagert oder gereift, indem wir schon mal eine Vorbelegung hatten. Und das ist natürlich größtenteils Bourbon oder ehemalige Bourbonfässer, weil laut Gesetz dort Bourbon nur ein Fass nur einmal verwendet werden darf. Bei Tomatin hier hat man jetzt den Spirit sozusagen in ein Virgin Oak Fass gefüllt zum Reifen über oder für eine Vollreifung. Hier in diesem Fall über 6 Jahre kein Finish. Und wichtig bei diesen Virgin Oak Reifung ist natürlich, dass auch immer die Gefahr besteht, dass sowas halt schnell mal kippt und das Holz im Geschmack, im Aroma tatsächlich überhand nimmt. Deswegen hat man hier verhältnismäßig kurze Reifungszeiten wie hier die 6 Jahre. Ja, wir hatten die Flasche schon im Tasting von Whisky Germany Basti.
Er hat mir diese Flasche zur Verfügung gestellt, weil ich solche Abfüllungen eigentlich sehr gerne mag. Wunderbare, ehrliche Abfüllung, ohne jegliche Vorbelegung im Fass, der Spirit von Tomatin im Virgin Oak Fass. Wie das Ganze sich verhält, sehen wir jetzt in der Verkostung. Bis gleich. Rein in die Verkostung. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass das Logo von einer Wildsau oder in dem Logo eine Wildsau enthalten ist. Ich glaube, das kann man das hier sehen. Was ist das? Ein Keiler? Ein Wildschwein? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, hier sieht man den auch nochmal. Hier oben in dem Logo in der Mitte enthalten. Das wollte ich euch mal nur kurz zeigen. Wer es weiß, was es genau ist, gerne in den Kommentaren mal die Info da lassen. Ja, also ich stelle euch die Flasche hier hin, damit wir die noch mal ein bisschen sehen können. Und bin gespannt, was das Virgin Oak Fass hier nach 6 Jahren ins Glas gezaubert hat, welche Aromen mich hier erwarten. Ja, 61,8%. Man sollte den Kolben nicht so tief ins Glas natürlich halten. Das kann natürlich dazu führen, dass dann doch die Nase weggebrannt wird ein bisschen. Deswegen vorsichtig rantasten beim Nosing. Dann eröffnen sich einem hier auch auf Anhieb und zu Beginn deutliche süßliche Vanille, Toffee. Gebäckaromen, so ein bisschen erinnert mich das an diese, kennt ihr diese Plunderteilchen oder diese Art Brezel, wo aber Pudding in der Vanillepudding in der Mitte ist. So ein Aroma habe ich hier ganz deutlich in der Nase. Man hat aber auch genauso gut Gewürze. Eine schöne Eichenwürze schwingt hier einfach mit in diesen süßlichen Nuancen. Sagen wir mal so, das Virgin Oak, der Holzcharakter ist hier nicht zu leugnen. Man merkt schon eine schön holzige Struktur im Aroma. Geht so ein bisschen wie in frisch gesägtes Holz oder vielleicht sogar diese Sägespäne, die dann auf dem Boden liegen, wenn man die mal in die Hand nimmt, zerreibt unter der Nase. So ähnlich riecht das. Ich habe hier ein bisschen unreife Banane, kann man noch sagen. Ein bisschen seifig finde ich ihn. Man hat aber auch so nach hinten raus so erfrischende Noten, aber die drücken sich mir jetzt gar nicht ganz so stark aus. So, es könnte eine Zitrone sein, es kann aber auch so ein Touch Minze sein oder diese Limette. Limette könnte es auch noch sein. Also finde ich gerade schwer, dieses erfrischende Aroma komplett auf den Kopf zu treffen, was es genau ist. Ja, die Nase gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Süße, Frucht, Gebäck, aber auch Gewürze, die so ein bisschen die Süße zurückdrücken. Habe ich jetzt Gewürze gesagt oder Gewürze? Ich meine natürlich Gewürze, war wunderbare Wortschöpfung aus Süße und Gewürze, auch nicht schlecht. Ja, jetzt würde ich mich eher bei diesen spritzigen, erfrischenden Aromen doch mehr auf Limette mit ein bisschen Rohrzucker, vielleicht so wie man es aus dem Caipirinha kennt, festlegen. Und das Holz kommt doch, je länger er jetzt im Glas steht, noch mal mehr zur Geltung. Ist so ein bisschen muffiges Holz, finde ich. Und der Rohrzucker, brauner Zucker, nimmt jetzt hier gerade wirklich zu. Ja, Nase gefällt mir sehr gut. Gehen wir rein ins Tasting. Oh ja, 61,8% natürlich. Diejenigen unter euch, die jetzt nicht vielleicht Fassstärke geübt sind, beziehungsweise 61,8% ist ja auch nochmal eine andere Hausnummer, muss man ganz ehrlich sagen, sollten hier vorsichtig rangehen, auch vielleicht mal mit Wasser experimentieren. Ich bin jemand, der sehr gerne fassstarke Whiskys trinkt. 61,8 finde ich jetzt aber auch gerade schon sehr, sehr stark. Hier geht einiges im Mund los natürlich. Der Alkohol schiebt nach vorne. Eine fette Eichenwürze.
eine süße, fette Eichenwürze, schwer ölig, sehr scharfer, pfeffriger Antritt. Es könnte eher schon so ein bisschen ein Chili-Catch dabei sein. Jetzt gerade, wo ich nochmal rieche, kommt so ein bisschen Schokolade auch hervor, nachdem dein Mund mal benetzt ist. Aber fantastisch. Ja, auch am Gaumen Vanille. Hier kommt jetzt ein bisschen etwas herbere Nuss noch davor. Auch hier dominiert das Holz. Ich bleibe hier bei meinen Sägespänen. Ich habe zwar noch nie trockene Sägespäne gegessen. Da das Ganze aber auch Tannine hervorbringt, also sehr trocken ist und diesen Holzcharakter hat, könnte das, würde ich jetzt damit Sägespäne assoziieren. Ich habe hier gelbe Früchte mit dieser Vanille. Leichtes Gebäck weiterhin. Ich habe hier aber auch Kräuter und jetzt kommt noch so ein bisschen mehr dickflüssiger Waldhonig hinzu. Also man hat hier am Gaumen, fangen wir mal, in der Nase war er nochmal deutlich süßer. Am Gaumen auch weiterhin süß, fruchtig. Hier kommen jetzt aber doch vermehrt mehr Eichenwürze, etwas herbere Nussaromen hinzu, Kräuter. Der Nachklang finde ich schon recht lang, muss ich sagen. Mittellang bis lang. Trocken. Und wir haben jetzt hier eine deutlich herbere Eichenwürze und süßliches Vanille. Die Frucht ist für mich jetzt deutlich in den Hintergrund gewandert. Ja, ich finde ihn echt gut, muss ich sagen. Fantastische Distillery Exclusive Single Cask Abfüllung. 85 Pfund plus 30 Pfund Gebühren und Versand. Bin ich das bereit zu zahlen für einen 6-jährigen Tomatin Virgin Oak? Nein. Die Gebühren sind einfach viel, viel, viel zu hoch, machen den Preis kaputt. Sprechen wir über 85 Pfund, sage ich mal. Ich bin jetzt da im Visitor Center. 85 Pfund, 6 Jahre Virgin Oak. Hätte ich ihn nicht vorher probieren können, hätte ich mir dann auch nicht gekauft. Hätte ich ihn vielleicht probiert, würde ich gerade echt überlegen, 85 Pfund. Es ist echt gut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Aber 85 Pfund, 6 Jahre Virgin Oak Tomatin. Ja, glaube ich, würde mir einen anderen Whisky doch eher kaufen. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Wäre der Preis ein bisschen niedriger, würde man einfacher drankommen, würde ich mir diese Flasche definitiv nachbestellen. Das ist mein Fazit. Ich hoffe, euch hat der Whisky Review gefallen. Freue mich über jedes neue Abo. Lasst den Daumen hoch da. Ich wünsche euch einen genialen Tag und genießt das eine oder andere dran. Bis zum nächsten Review. Euer Tim. Ciao, ciao.